Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, in der Tat, wenn wir uns heute bei Lehrern und Lehrerinnen bedanken, dann sollten wir das auch tun im Blick auf die Eltern, die vielfältig in den Schulen mitgestalten, die Bildungs- und Erziehungsarbeit daran teilnehmen, auch vielfach, das muss auch gesagt werden, mit Hand anlegen, wenn es gilt, Dinge in der Schule zu erledigen. Und es ist schon bemerkenswert, dass eine Menge von Kollegen und Kolleginnen, und da meine ich jetzt nicht nur die Kollegin Renate Hendricks und mich, auch die Kollegin Bunse zum Beispiel aus der CDU-Fraktion, ja, Wurzeln haben auch in der Elternarbeit und daraus politisches Engagement entwickelt haben. Und das zeigt, wie stark das in Richtung politisches Engagement bewegt und wie dankbar wir sein können für die vielfältige Unterstützung auf allen Ebenen. Und ich bin auch froh, dass wir gemeinsam hier heute einen Antrag vorlegen können und damit auch zeigen, eben haben wir uns noch zu einem anderen Tagesordnungspunkt strittig auseinandergesetzt, aber dass wir hier eine große Einigkeit haben, weil wir die Elternarbeit in NRW weiter stärken wollen. Und das war auch das Ansinnen, was die rot-grüne Koalition am Anfang schon in ihren Koalitionsvertrag festgeschrieben hat. Es gab ja zu Beginn der Debatte ein bisschen Irritation oder unterschiedliche Auffassungen. Die FDP war der Meinung, da soll jetzt irgendwie so etwas Einheitliches geschaffen werden und Elternmeinungen aus der Vielfalt sollen nicht mehr vorkommen dürfen. Ich bin froh, dass wir das haben auflösen können. Wir haben sehr intensiv mit den Elternverbänden Runden, Diskussionsrunden darüber gehabt, wie eine Struktur nach vorne entwickelt wird. Werden kann. Wir haben auch mit den Stadt- und Kreisschulpflegschaften miteinander gesprochen und ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass durch diesen Impuls, den wir hier im Parlament ausgelöst haben und den ich mit der Kollegin Hendricks dann auch vorangetrieben habe, dass wir es dadurch geschafft haben, dass die Elternverbände und die Stadt- und Kreisschulpflegschaften in einen Diskurs miteinander gekommen sind und wir hier gemeinsame Gespräche geführt haben. Was aber wichtig ist aus unserer Sicht, ist gerade den Stadt- und Kreisschulpflegschaften jetzt noch mal einen Schub zu verleihen. Und es ist bedauerlich, dass noch nicht alle Kommunen den Vorteil erkannt haben, den es bedeutet, dass Stadtschulpflegschaften dort auch einen Sitz im Ausschuss haben, dass sie beraten können in der kommunalen Schulpolitik. Das werden wir auch auf der Elternkonferenz dann thematisieren. Wir möchten gerne, und das werden wir mit den Eltern auch gemeinsam vorbereiten, so wie es auch Tradition hat in der Weiterbildungskonferenz, wollen wir nicht ein Programm vorgeben, sondern die Eltern mit einbeziehen. Das wollen wir gemeinsam besprechen, auch mit Experten aus dem Innenministerium. Was bedeutet das für die Gemeindeordnung? Wie sieht es aus? Das wollen wir vor allen Dingen mit Repräsentantinnen, Experten aus den kommunalen Spitzenverbänden besprechen. Wie kann man dort eine Akzeptanz der Elternarbeit noch mehr befördern? Was müssen wir kommunizieren? Das wollen wir mit Expertinnen besprechen aus dem Schulministerium, auch aus dem Sozial- und Integrationsministerium. Wie kann man Eltern in der Qualifikation besser unterstützen? Was muss auch dort kommuniziert werden? Wir wollen eine gemeinsame Anstrengung hier sehr deutlich werden lassen, dass Elternarbeit nicht nur gewollt ist, dass sie auf Augenhöhe mit Kollegen und Kolleginnen in der Schule passieren muss. Und natürlich auch dafür sensibilisieren, dass schon in der Lehrerausbildung das Thema der Elternarbeit eine Rolle spielt. All das wird auch Thema sein dieser Elternkonferenz, die wir gemeinsam vorbereiten. Ich habe schon darauf hingewiesen, und das ist eine gute Ausgangsbasis. Die Kollegin Vogt hat auch die Fragen von Organisationsformen und Unterstützung angesprochen. Ja, da wird man Datenschutzfragen auch miteinander klären müssen, weil wir darüber reden müssen, ist zum Beispiel Logineo eine Möglichkeit, dort Datenpools anzulegen, Adresspools. Was kann auf der kommunalen Ebene da passieren, um die Elternvernetzung dann deutlicher zu unterstützen? Auch da sind die einfachen Antworten eben nicht so einfach zu geben, sondern muss vieles bedenken. Das wollen wir mit den Eltern gemeinsam diskutieren und ich freue mich, dass das heute das Parlament fraktionsübergreifend auf den Weg bringt und bin dankbar für die Anhörung, die wir auf der Grundlage des FDP-Antrags haben, die das Ganze noch mal auch vorangebracht hat und wir daraus dann den gemeinsamen Antrag entwickeln konnten. Vielen Dank an Kolleginnen und Kollegen und ich freue mich auf die Eltern demnächst hier im Landtag in der Elternkonferenz.